Hallo ihr Lieben, das wird ein PS-Video zu dieser Karte und zu dem Video, welches ich hier gemacht hatte. Und zwar hatte ich auf Kommentare geantwortet und ein Kommentar war gewesen, ja, aber das ist für meine Knubbelfinger nicht das Richtige. Und wo ich dachte, ja, nein, man muss doch einfach nur eine Grundlage nehmen, wo es dann egal ist, wenn man das sieht. Und das wollte ich euch zeigen. Außerdem hatte ich noch einen interessanten Hinweis bekommen nach dem Motto, hör mal, wie sieht das aus? Kann man das denn nicht einmal in einem langen Streifen machen und dann zuschneiden in der Hebelmaschine? Ich glaube, dass man da gar nicht nur eine Hebelmaschine nehmen kann, sondern auch was auch immer. Eine Rollschneidemaschine. Okay, also ich bin heute nicht so rasend gut drauf. Ich bin so müde. Es ist heute Sonntag. Also wir drehen Sonntag. Ich werde das voraussichtlich Dienstag veröffentlichen. Hier, ich wollte doch immer aufschreiben. Also, ich glaube, Dienstag ist der 8.2. Was haben wir denn heute? Ich muss gerade einmal gucken. Heute ist der 6.2. Ja, also online wird das Video gehen, schätze ich mal, am 8.2.2022. Heute haben wir den 6.2. Nur damit ihr eine Orientierung habt. Und ihr könnt perfekt, also ein Kommentar gewesen, oh, jetzt muss ich mal mein rares Designpapier zerschneiden. Ich habe gar nicht so viel Papierschnipsel. Schaut doch einfach mal in euer Altpapier oder mein Tipp ist ja auch immer wieder, benutzt zum Beispiel auch das hier. Und zwar wegen dem. Ne? Es ist ja Silber und damit werden wir heute arbeiten. Da schneiden wir uns jetzt einen Streifen zu. Und wir haben, also ihr könnt dann, wenn ihr dann so ein Silberpapier habt, da könnt ihr sowohl Vierecke ausstanzen, so wie ich das mache, oder aber ihr könnt auch das Ganze in, mit einer Schneidemaschine zuschneiden. Das Ganze scheint 2,5 x 2,5 cm zu sein. Gerade einmal, wie kann ich es am besten gucken? Ist es 2,5 oder 2,6? Ach, ich glaube, selbst wenn es jetzt 2, wenn nicht 2, ich glaube, es ist 2,5. Ich gehe mal von 2,5 aus und schneide mir das jetzt mal auf eine Breite von 2,5. Ich schneide mir hier mal diesen Winkel hier ab. Den schneide ich mir ab und dann schneide ich mir das Ganze, ach ja, das können wir ignorieren, schneiden wir nachher eh nochmal drüber. Oh, wir könnten es uns auf 5 cm schneiden. Hä? Dann ist es aber nicht 2,5, sondern 3,5. Ja, okay. Sonst hätte das Ganze keinen Sinn gemacht. So, und wir schneiden es uns auf 3,5. Ja, ich glaube, das ist auch sinnvoll als 7 und dann nochmal halbieren. Das macht das Ganze, glaube ich, nur kompliziert. So, 3,5 ungefähr festhalten, schneiden. So, und jetzt habe ich hier diesen Streifen. Und auf den kann ich lustig aufkleben. Jetzt kann ich das, also das, was halt jetzt einfacher ist, ist, ich kann das Silberne einfach sehen. Also ich könnte es natürlich so bekleben, dann kann ich hinterher sehr gut schneiden, weil ich dann sehr gut sehe, wo was übersteht. Aber wir nehmen diesmal das sogar als Hintergrund und müssen jetzt aber, wenn wir hier diese Streifen aufkleben, darauf achten, dass wir die Streifen befüllen. Ich hatte ja so sonst immer die Quadrate beklebt und dann einfach draufgeklebt. Und wenn ihr es jetzt so rum macht, dann ist völlig egal oder ist es sogar schön, wenn ihr Lücke lasst, weil man das ja dann sieht. Und das könnt ihr auch komplett unregelmäßig machen und müsst dann auf gar nichts mehr achten. Da könnt ihr auch mit Knubbelfingern arbeiten. Und selbst wenn dann hier die Klebe übersteht, dann klebt er einfach direkt den nächsten Streifen dazu. Der hält dann noch direkt mit. Und wenn man Lücken sieht, viel oder wenig Lücke, völlig Hupe, weil dann ist das so gewollt. Und jetzt könnt ihr so einfach arbeiten. Das muss gar nicht besonders ordentlich sein oder sonst was, sondern einfach druff damit und entweder ranschieben oder auch nicht. Also das ist dann noch weniger, da ist dann noch weniger Sorgfältigkeit gefragt. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt schon das Gefühl habe, dass es angenehmer ist, lieber Klebe da drauf zu schmieren und dann die Streifen drauf zu schieben, als umgekehrt. Aber auf jeden Fall kenne ich, wenn ich hier jetzt Lücken lasse, ist das Ganze sehr unproblematisch. Ich mache jetzt mal den Streifen mit euch bis zu Ende durch, lasse ihn dann mal trocknen, während ich die anderen Quadrate mache. Ihr hattet mir geschrieben, dass ihr teilweise Schwierigkeiten habt zu sehen, was für ein Chaos bei mir ist. Also lasst euch davon nicht stören. Erstens ist es ja eh mein Chaos.
Und zweitens, wenn irgendwas tatsächlich schief laufen sollte, ist das ja insofern von Vorteil, weil ihr dann mal wieder lernen könnt, ah, was macht man denn, wenn das passiert? Ich glaube übrigens, ich sollte nicht die gleiche Farbe direkt wieder nehmen. Ach so, und ich sollte auf die Rückseite die Klebe aufbringen. Also es brennt ja eigentlich nie was an. Also kann man da völlig entspannt agieren. Ich ignoriere zum Beispiel jetzt auch, dass hier ein bisschen von dem Kalender zu sehen ist. Obwohl, komm, ich könnte es auch abschneiden. Das ist übrigens letztes Mal so Schwierigkeiten hatte, lag an meiner neuen Schere, die sehr, sehr günstig war. Ja, was offensichtlich dann sich auch in der Qualität niederschlägt. Das kennt man ja. Wer billig kauft, kauft zweimal, sagt mein Bruder schon immer. Ja, ist was dran. So, jetzt können wir den Weinroten nehmen. Und so weiter und so weiter. Also jetzt könnt ihr hier kleben, wie ihr es schon hattet. Ich habe übrigens auch mir noch mal hier von dem genommen, weil ich das so toll fand. Und da können wir uns jetzt noch mal ein bisschen was an Schnipseln schneiden und die aufkleben. Ja, der ist nicht so passend. Der ist nämlich recht kurz. Passt der noch? Kriegen wir den noch drauf? Oh, ganz knapp. Dann wollen wir ihn auch verwenden. Also, ich glaube fast, dass die andere Technik einfacher ist. Aber ihr könnt es auf jeden Fall auch so machen. Ja, dann ist es nicht schlimm, wenn ihr Lücke seht. Und ihr könnt das einfach hinterher in die Streifen zuschneiden. So. Das ist ja interessant. Ist das umgeklappt? Scheint so. Werden wir trotzdem nehmen. Oder gerade deshalb. Ja, ansonsten habe ich heute so einen etwas Durchhängertag. Hat man ja schon mal. Hat auch keine Dramatik. Das Wetter ist nie so dolle. Selbst meine Katzen sind immer rein und raus, weil sie dachten, das ist windig, nass und kalt. Nicht schön. Haben sich also mich auch klagend angeschaut, warum ich denn jetzt bitte schön an dem Wetter nichts mache. Musste mir den Vorwurf gefallen lassen. Ich konnte an dem Wetter nichts machen. Aber ich habe jetzt entschieden, ich bastel mich jetzt glücklich mit euch. Und dann passt das schon wieder. Ich kann es ranschieben. Ich brauche es nicht. Ich kann ja jetzt einfach agieren, wie es mir gefällt. Oder wie ich Lust habe. Lasse Lücken oder auch nicht. Ach ja, und dann wollte ich euch noch was zeigen zum Thema Upcycling. Ich habe hier zum Beispiel, offensichtlich war das mal von Lackmarker die Verpackung und das ist doch wohl auch eine tolle Farbe. Und auch da kann ich dann einfach, deswegen sagte ich, schaut in euer Altpapier, einfach mir Streifen ausschneiden und genauso verwenden. Dann lasse ich das Weiße einfach unten überstehen und benutze einfach die andere Fläche und dann passt das schon. Ihr seht, ich lasse jetzt gerade sehr viele Lücken. Das müsste man ja gar nicht. Man könnte ja auch einfach nur akzeptieren, wenn ab und zu eine Lücke zu sehen ist. Ich arbeite jetzt gerade mit recht vielen Lücken. Kann man machen. Ist einfach eine Geschmackssache. Hier so einen winzigen Streifen. Bin auch gleich mal gespannt, ob ich das kombiniere mit denen, die ich schon fertig hatte vom letzten Video. Das weiß ich noch nicht einmal. Habe ich mich noch nicht entschieden. Wenn ich gucke mir das gleich an und wenn das in der Kombination toll aussieht, wunderbar. Und ansonsten habe ich noch andere Ideen, wie man es lösen kann. Ja, ich danke euch auf jeden Fall für die zahlreichen, zahlreichen, zahlreichen Kommentare. Das ist wirklich, löst sehr viele Glücksgefühle bei mir aus, macht mich stolz, gibt mir extrem viel Bestätigung.
Aber der Zeitfaktor, den ich inzwischen fürs Beantworten aufbringen muss, nimmt inzwischen ein Kontingent ein, bei dem ich nachdenken muss, ob das noch vertretbar ist. Oder ob es nicht sinnvoller ist, das nächste Video für euch zu drehen. Da habe ich noch keine Entscheidung getroffen, aber es könnte sein, dass meine Kommentare zukünftig kürzer ausfallen werden. Und zwar nicht, weil ich mich weniger freue, sondern einfach platt gesprochen aus Zeitmanagementgründen. Weil einfach, ja, wisst ihr, Zeit ist halt ein endlicher Faktor. Und es ist halt nur eine Nebentätigkeit. Ich habe immer noch auch einen Hauptberuf. Und der ist momentan auch sehr kraftaufwendig. Also ich komme von der Arbeit und bin erstmal ganz schön platt, weil ich da einfach auch sehr viel konzentriert unterwegs bin, wichtige Entscheidungen treffen muss, wichtige Dinge organisieren darf. Und ihr kennt das bestimmt, dass dann ist man halt daheim und ist halt nicht direkt leistungsfähig, kann man dann nicht direkt weitermachen. Und da muss ich jetzt gucken, wie ich das Ganze löse, wie ich damit umgehe. Das weiß ich noch nicht. Werdet ihr dann sehen. Das habe ich gar nicht ausgerechnet. Ja. Wie lang der Streifen ist, können wir mal gerade machen. Ach so, 3,5 wäre hier, dann wäre 7 da, 10,5, 14, 13,5. Viel brauche ich gar nicht mehr kleben, weil der Rest wird eh abgeschnitten. Dann lasse ich das einmal trocknen. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden, was ich meinte mit. Es ist nicht schlimm, wenn man dann Lücken sieht. Also dann müsst ihr einfach nur die richtige Unterlage nehmen. Ihr könnt ja zum Beispiel auch rein theoretisch das hier als Grundlage nehmen. Ne? Ihr könnt ja als Unterlage nehmen, was ihr möchtet. Und dann dementsprechend das Ganze gestalten. So, was haben wir hier noch? Langsam werden glatt meine Schnipsel weniger. Nicht so, dass ich nicht noch kiloweise produzieren könnte. Und ich fand den Hinweis sehr schön, dass das mit anderen Farben auch eine tolle Männerkarte wäre. Ja, das stimmt. Aber ich glaube sowieso, also, naja gut, das Rosa würde ich jetzt nicht für eine Männerkarte nehmen, aber warum sollte ich nicht auch Männern durchaus, warum sollte da nicht auch eine Blume oder ein niedliches Tier drauf zu sehen sein? Also ich muss gestehen, dass ich noch nicht verstanden habe, warum so viele Menschen Schwierigkeiten haben mit Männerkarten. Ich finde, was immer gut klappt für Männer, ist eine besondere Technik. Also wenn das irgendwie so ein Pop-up-Mechanismus ist oder sonst was, da werde ich auch in nächster Zeit nochmal ein Video drehen, weil ich da mich Bock drauf habe. Und mein Bruder hat Geburtstag. Achso, ich hatte doch gelernt, ich muss gar nicht bis zum Ende kleben. Dann höre ich jetzt auch auf. So, nee, warte, ich mache noch, den lasse ich jetzt trocknen. Ich lege den mal so lange unter meine Matte, dann wird er nämlich gleichzeitig beschwert. Ich lege den dann hier unter die Matte. Und dann hatte ich doch noch hier sowas hier ausgestanzt. Also das ist auch von dem von der Verpackung vom Schokokuss. Und das kann ich halt jetzt genauso bekleben. Und ich glaube, dass das, ich überlege, komm, ich arbeite auch hier mit Lücke. Ich glaube, dass das 1 mal. Wir könnten auch gleich einmal ausprobieren, wie es ausschaut, wenn ich, warte mal, ich mache erst noch was Einfarbiges dazwischen, wenn ich da die Klebe drauf bringe und es trocknen lasse, wie sehr das sichtbar ist, die Klebe, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich kann ja hier drauf eigentlich sehr gut schieben, gerade auf diesem Spiegelkarton. Und wenn da noch Lücken sind oder sonst was, und ich da Klebstoff habe, wir machen das gleich mal. Ich schiebe jetzt mal hier auch so ein bisschen rum. Ich glaube, ich schneide mir noch ein bisschen Glitzer zu. Ist das hier noch Glitzer? Ja. Nochmal hier ein. Der passt farblich nicht so toll. Ich brauche hiervon, glaube ich, noch mal was. Möchte ich noch mal was haben. Und
Eine andere Schere klappt direkt viel besser. Wenn ihr also Schwierigkeiten mit dem Schneiden habt, kann es daran liegen, dass irgendwas noch feucht ist oder die Schere kann nichts mehr oder konnte nie was. Also die war jetzt neu. So, wir machen gleich noch ein Viereck mit, wo ich direkt die Klebe drauf packe. Das ist mir zu rosa. Ach komm, warum nicht Muster an Muster? Ihr kennt doch meinen Spruch, wer will es mir verbieten? So, da sieht man jetzt auch das Silberne immer durchschimmern. Und jetzt machen wir es aber nochmal mit der Schiebetechnik. Das heißt, ich mache hier einfach überall Klebe drauf. Hoppala. Schön einmal drumrum. Komm, dich lege ich auch mal unten unter die Bastelmatte. Kannst du dich auch ein bisschen andrücken. Nadel, ihr seht sie bestimmt, ich nicht. Da ist sie. Ich lagere meine Flaschen übrigens auch kopfüber. Ich habe hier so ein Holzteil, was ihr nicht sehen könnt. Das kann ich immer nicht in die Kamera reinholen. So, und wenn ich hier halt arbeite, dann kann ich es halt immer schön ranschieben, weil das halt so schön glatt ist. So, und selbst wenn da mal eine Lücke sein sollte, wir gucken uns das mal an. Ich arbeite jetzt mal nicht zu ordentlich, sondern arbeite jetzt sogar auch mal mit Tempo. Dann kann man es vielleicht ganz gut beurteilen. Es lässt sich auf jeden Fall fantastisch schieben auf diesem glatten Spiegelkarton. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil. Zack. Wir hatten doch da auch, guck mal, noch mal kleine süße Punkte. Hier ist jetzt auf jeden Fall, ach so, das hat sich gelöst. Und wir packen zum Schluss noch mal so einen Weinroten dahin. Und lassen das Silberne jetzt sogar offen. So, jetzt sehe ich hier ein bisschen Silber durchschimmern. Seht ihr das? Finde ich jetzt gerade nicht schlimm. Habe ich noch ein Quadrat, sonst schwanze ich mir noch eins aus. Eins habe ich noch. Und mache nochmal die gleiche Geschichte. Und guck mal, ob ich da bewusst mehr Lücken lasse oder ob ich genauso arbeite. Weiß ich noch nicht. Der mogelt sich schon vor, der möchte da unbedingt drauf. Soll er. Also das kann man wirklich eigentlich sehr gut schieben. Und wenn man es halt über die, die Markierung hinausschiebt, ist es ja auch wurscht, weil ich kann ja hinterher das abschneiden. Also es klappt wirklich unglaublich gut mit dem Schieben. Ich habe hier bestimmt noch welche, ne? Ja. Jetzt sollte ich die erstmal verbrauchen. Aber ich glaube, ich habe keinen Glitzer mehr. Da können wir uns doch bestimmt hier. Das könnte zu kurz sein. Das hat eine Kante. Umso besser, dann können wir gleich sehen, wie die Reaktion oder wie die Auswirkung ist. Na, dann habe ich jetzt hier so ein ganz klein bisschen Silber zu sehen. So. Ja, hier sieht man jetzt auch ab und zu Silber blitzen. Und dann finde ich das doch völlig Hupe. Lassen wir auch mal gerade trocknen. Meint ihr, das andere ist schon trocken? Komm, wisst ihr was, jetzt verbrauchen wir die restlichen Schnipsel hier auch noch. Dann haben wir es doch erledigt. Ich bin aber jetzt so frei und stanze es wieder aus. Finde ich persönlich tatsächlich einfacher. Der Stanzer sollte stark genug sein. Meiner ist jetzt von Picture Punch. Hat angeblich 2 Zoll. Ich habe es nicht nachgerechnet. Könnt ihr einfach gucken, was ihr für Quadrate habt. Die Größe ist völlig Hupe, weil ihr klebt es ja eh
kreuz und quer drauf. Das war jetzt, glaube ich, nicht sehr gerade. Und dann nehmen wir die auch noch dazu und wir nehmen noch ein Glitzer. Auch wenn das wiederum auch nicht gerade ist. Aber wir haben ja gerade gelernt, wenn man den perfekten Untergrund nimmt, passt das schon. Ich habe mir etwas überlegt. Und zwar möchte ich zukünftig, ich weiß noch nicht, wie regelmäßig ich das schaffe, aber die Idee habe ich erstmal und versuche mal zu schauen, wie sich das umsetzen lässt. Und zwar habe ich mir überlegt, einmal ein, das, was sowieso in Social Media sehr weit verbreitet ist, ein Throwback Thursday zu machen, sprich ein, blöd gesprochen, Rückblicksdonnerstag, wo ich mir selbst ein altes Video vornehme und dazu mal wieder eine Karte bastel und euch so zeige, schaut mal, dass, das kann man eben auch anders machen. Ich stelle immer wieder fest, dass ihr das 1:1 nachbasteln wollt. Und das ist halt häufig gar nicht notwendig. Ne? Denn wenn ihr dann sagt, ja, was könnte ich denn für eine Karte für meine Oma machen? Ja, eigentlich jede, die ich hier mache, überlegt, was ist die Lieblingsfarbe eurer Oma? Und dann könnt ihr so eine Karte machen. Oder aber ihr macht so eine Aufklappkarte. Oder aber ihr macht was auch immer. Ihr müsst ja eigentlich lediglich gucken, wer ist der zu Beschenkende. Und dann könnt ihr überlegen, was mag der? Derjenige mag Blumen, derjenige mag grafische Muster, derjenige mag die und die Farbe und dann könnt ihr entsprechend eigentlich aus meinen Videos irgendwas auswählen und damit arbeiten. Also das ist, man muss es ja nicht 1:1 nachbasteln, sondern man kann ja immer eine Variante erstellen. So, und auch hier sehe ich jetzt schon, dass ich gleich Lücken habe. Auch hier habe ich jetzt, hoppala, ab und zu silberne Lücken. Das hält nicht, das war wahrscheinlich zu wenig Klebe. Na, hält sie doch. Aber relativ wenig silberne Lücken. Das passt dann schon. Sieht aus, als ob das ein Strichcode wäre. Wie lustig. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Streifen man für so ein Viereck braucht. Hatte ich eben noch. Und das Tolle ist, hier könnt ihr auch diese zerknuselten Ränder nehmen, die so hier so Knicke haben. Als Hintergrund ist das, könnt ihr das ruhig machen. So, also Throwback Thursday. Mein Englisch ist wieder mal großartig. Also Rückblicksdonnerstag will ich machen und ich habe mir überlegt, ich will euch einen Fragenfreitag anbieten. Und zwar, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Ich werde, entweder habt ihr die Möglichkeit, mir eure Fragen hier in den Kommentaren reinzuschreiben. Könnt ihr mir hier in die Kommentare reinschreiben oder aber ihr nutzt die Community-Seite. Warte mal, ich hatte doch hier noch. Und zwar gibt es ja auf Facebook, Quatsch, auf YouTube, schneiden wir mal einmal ab, auf YouTube, wenn ihr auf die Übersichtsseite geht, dann gibt es meine Videos, es gibt mein Kanal und es gibt Community. Und bei Community könnt ihr, streichen das jetzt einfach mal ab und gucken, wie es dann hinterher aussieht, wird vielleicht ein bisschen matter sein als die anderen. Und bei Community könnt ihr eure Fragen auch hinstellen. Da werde ich eine entsprechende Frage, einen entsprechenden Aufruf machen. Ich glaube aber, ihr seht das, ihr werdet darauf nicht so hingewiesen. Ne? Ihr müsst da aktiv drauf schauen. Oder bekommt ihr da auch einen Hinweis, wenn da irgendwas Neues erschienen ist? Nee, ne? Muss ich euch sagen, dass da eine Umfrage dann läuft, oder? Da haben wir noch ein was Glitzeriges. Und da möchte ich mich euren Fragen stellen. Also da könnt ihr, kann ich unter Umständen auch dann sowas machen, eben wie, zeig doch mal deine Embossing-Pulver, also sowas. Aber ich dachte eher eben, ich habe auch immer wieder Fragen, wie drehst du deine Videos, mit welcher App,
Oder eben auch persönliche Fragen. Wie bist du an das Buch, also wie ist das mit deinem Buch abgelaufen? Wie hast du den Verlag gefunden? Solche Fragen. Also ihr könnt mir dann die Fragen stellen und dann werde ich vielleicht dann sogar nochmal, je nachdem wie viele Fragen kommen, nochmal zurückfragen nach dem Motto, erst die Frage oder erst die Frage. Das muss ich dann mal schauen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Leute reagieren werden und wie der Zeitablauf ist. So, auch da sieht man wieder ein bisschen Glitzer durchschimmern. Finde ich wirklich total unproblematisch. Und das Tolle ist, dass es dann halt hier krumm und schief sein kann. Also wenn ich hier dann wirklich sowas vom Kalender abschneide, dann ist das hier so krumm und schief und es ist dann total egal. Das macht die ganze Geschichte tatsächlich noch einfacher, als sie es eh schon war. So, also Fragen Freitag und Rückblick Donnerstag. Throwback Thursday. Ich mag. Ja, es ist halt, wird, glaube ich, bei Instagram unter dem Hashtag TBT gemacht. Das finde ich irgendwie ganz merkwürdig. Oder TB Thursday. Das muss ich gucken, ob ich da mit Hashtag arbeite. Spielt aber auch keine Rolle. Aber ich fand die Idee ganz nett, dass ich mal selbst auch nochmal gucke, weil ich manchmal selbst gar nicht mehr weiß, was für Videos ich schon gemacht habe. Und dann eigentlich aber doch ganz begeistert bin. Zum Beispiel habe ich mal ein Video gemacht zum Thema Bordürenstanzen. Das ist einfach echt cool. Und nach wie vor benutze ich meine Bordüren und Eckstanzer viel zu wenig. Und das werdet ihr bestimmt auch kennen. Guck mal, jetzt nehmen wir mal sogar einen kürzeren, der gar nicht bis zum anderen Ende geht. Ja, was soll's? Macht doch gar nichts. Kleben wir jetzt einfach das nächste da dran. Mehr oder weniger da dran. Klappt doch auch. So, wir nähern uns dem Ende mit unseren Resten hier. Das muss ich ein bisschen runterschieben. Und das mit dem Ranschieben, wirklich, tatsächlich. Also nutzt ruhig so einen glatten Untergrund. Das ist echt hervorragend. Also abgesehen davon, dass wenn man das sieht, das dann egal ist, ist es jetzt auch noch leichter zum Verarbeiten. Also auch die mit Fuckelfingern. Probier es einfach mal aus. Es ist wirklich eine schöne Arbeit, die man perfekt machen kann, wenn man eigentlich das denkt, nee, heute kriege ich nichts auf die Kette. Also das hier, glaube ich, kriegt man tatsächlich immer noch irgendwie hin. So. Ich könnte jetzt neue Schnipsel zuschneiden. Ich könnte es aber auch lassen. Ich denke, ich habe jetzt genug. Wir fangen mal jetzt an mit dem großen Streifen. Da ist er. In der Hoffnung, dass der trocken ist. Wir schneiden mal fröhlich drauf los. Und zwar schneiden wir erstmal hier den Rand ab. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Und schneiden den auf der anderen Seite auch ab. Das hat genauso gut geklappt. Und jetzt können wir es in 3,5 cm Breite Streifen machen. Ich hatte doch eben sogar ausgerechnet. Ich kann es hier erstmal halbieren bei 14 und dann bei 7. Halbieren nicht, aber ihr wisst schon. Und dann kann ich 3,5 machen. Und dann sehen meine Quadrate so aus. Ist doch super, oder? Ich weiß nicht, ob das schneller geht oder einfacher ist. Das dürft ihr auch für euch entscheiden. Ich zeige euch nur, wie eine zweite Möglichkeit ist, diese Karte zu erstellen. Und ihr seht, das Silberne ist einfach ein zusätzlicher, toller Gimmick. Und hier schneiden wir, ach, guck mal, hier ist so ein bisschen überstehen geblieben. Und da könnt ihr jetzt aber auch ganz simpel einfach eine kleine Schere nehmen und das noch abschneiden, bevor ihr das nochmal durch die Schneidemaschine jagt. Und nochmal 3,5. Das hätte ich mir gar nicht mehr
ich gar nicht mehr kleben brauchen. Ja, cool. Moment. Oh, jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge ich die Quadrate hier drunter geklebt habe. Ich glaube, das hier zuerst. So, und da würde ich jetzt nicht mit Schneidemaschine arbeiten, sondern mir eine Schere nehmen, die nicht die letzte war. Also nicht die, ich glaube, die muss ich entweder echt entsorgen. Und hier habt ihr jetzt sogar den Vorteil, dadurch, dass der Klebeuntergrund recht stabil war, merkt ihr eigentlich, wenn ihr da reinschneidet. Und selbst wenn es ein bisschen größer geschnitten ist, es misst ja niemand nach. Ja, ich nehme jetzt alle, egal wie lange sie trocken sind oder nicht. Das sollte eigentlich gehen. Einmal am Rand entlang. Ja, da sieht man nur ganz wenig Silber blitzen. Was haltet ihr von der Idee mit dem Rückblicksdonnerstag und dem Fragenfreitag? Und was sind eure Fragen? Oh, da bin ich echt gespannt, was euch am meisten interessiert, wie eure Reihenfolge ist. Es sollten Fragen sein, die ich relativ kurz beantworten kann, die ich vielleicht sogar so beantworte, dass ich sichtbar bin. Moment, ich muss mal gerade hier die Dinger runter vorknubbeln. Können auch persönliche Fragen sein. Wenn es mir zu persönlich ist, beantworte ich es einfach nicht oder beantworte es nur in dem Rahmen, wie ich mich wohlfühle. Das ist mir immer freigestellt. Das sollte auch grundsätzlich gelten. Also ist auch ein grundsätzlicher Tipp auch an euch. Also ich habe immer die Einstellung, man darf alles fragen, aber man muss nicht alles antworten. Die Antwort kann auch lauten, das möchte ich jetzt nicht beantworten. Und einmal so. War das alles? Einer klebt hier noch. Aber ich glaube, dann war es das. Naja, hier hat sich jetzt eine Schicht gelöst. Hier hatte ich wahrscheinlich der an der Unterseite von meiner Bastelmatte festgeklebt. Aber das fällt gar nicht groß auf, dadurch, dass dieses Muster so wild ist. Verzeiht das halt auch ganz viel. Wunderbar. Kommt das jetzt in meinen kleinen Mülleimer rein. Und dann können wir das aufkleben. Wir nehmen wieder eine, wir könnten eine silberne Mattung, macht das Sinn? Sähe das aus? Können wir machen. Also ihr habt bei diesen Schokokussverpackungen auch immer größere Stücke, größere und kleinere. Ich weiß gar nicht, woher diese Schokoküsse waren. Schokör ist, glaube ich, Aldi, ne? Und hier, wenn hier so noch so Schokokussreste drauf sind, hat das ja von der Sache auch, je nachdem, was ihr damit macht, keine Problematik. Und ansonsten kann man das auch tatsächlich einfach abwischen und wegpolieren. Hier ist offensichtlich Klebe, weiß ich nicht. Oder sehr hartnäckiger Schmutz, aber ihr könnt das im Normalfall tatsächlich abwischen, wegpolieren und dann auch als Mattung nehmen. Mal gucken, was wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen jetzt sogar das hier, weil dadurch, dass wir ja auch noch was draufkleben, muss es gar nicht perfekt sein. Wir schneiden erstmal hier die Ränder ab, dann können wir es immer noch entscheiden. Erstmal hier. Sowieso die einzelnen hier sind einige, also relativ viele Knicke drin, deswegen tendiere ich zum Mittelstück und da bräuchten wir eine Breite von 10. Jetzt kann ich gucken, wo ich wegschneide, ob auf der Seite oder auf der. Ich schneide einfach an beiden ein bisschen weg hier. Dann schneide ich auf 14,3. Ich mache mal auf
erstmal auf länger. Dann kann ich an allen Seiten noch was wegschneiden. 10 mal 14,3. Und jetzt habe ich hier sogar Streifen und die kann ich sogar auch wiederum für Bastelarbeiten nutzen. Was man mit Papierresten so alles machen kann, da habe ich schon diverse Videos zugedreht. Da könnt ihr immer am Ende des Videos zeige ich die entsprechende Playlist. So, und jetzt kleben wir. Achso, stempeln wir wieder so ein Quadrat. Das war doch letztes Mal echt toll, ne? Das könnten wir doch wieder machen. Wir könnten noch was anderes machen. Habe ich da gerade was greifbar? Moment. Lass mich mal gucken. Was habe ich hier? Hier habe ich zur goldenen Hochzeit. Das passt gar nicht. Moment, ich greife mal einmal hier oben hin. Wir haben jetzt mit Silber gearbeitet, ne? Ich habe für meine Encaustic-Kurse mir inzwischen tatsächlich solche Aufkleber, solche Sticker besorgt, weil man die auf Encaustic sehr gut draufkleben kann. Und wir nehmen da jetzt mal ein für dich. Welches gefällt mir denn da? Also erstmal stanzen wir hier mal so ein Glitzer aus. Das finde ich doch, ist das groß genug? Das könnte knapp. Das ist nicht groß genug. Haben wir noch ein Glitzer, was groß genug ist? Alles so kleine Reste. Ha! Das passt. Tada! Hier war eben so ein minimaler Kleberest drauf. Und da kleben wir das für dich jetzt einfach hin, ansonsten ignorieren wir das. Ich finde, die sehen ja immer nicht so schön aus, aber ich bin dann immer wieder erstaunt, dass es dann doch niedlich aussieht, wenn es aufgeklebt ist. Und wir nehmen das hier und gucken es uns an, wie es ausschaut. Das war sehr klein. Nehmen wir doch eine Nummer größer. Ist das zu groß? Wir könnten es erst mal hinhalten. Das müsste passen. Ne? Also man braucht auch nicht immer für alles Stempel. Es gibt halt auch dieses Sticker. Für dich. Kann man das gut lesen? Nicht so, ne? Ach komm. Lassen wir gelten. Ihr seht, ich bin total zufrieden. Ja, es ist heute so ein Tag. Kennt ihr, ne? Wo man dann so Schwierigkeiten hat. So, aber damit können wir noch gut leben. Und dann nehmen wir hier noch die Blümchen. Uchala. Ach, guck mal, das geht doch. Ja, das ist okay. Ist ein bisschen kitschig, aber ein bisschen kitschig darf sein. Ich klebe es jetzt mal direkt auf. Letztes Mal habe ich es ja mit Abstand geklebt. Spielt keine Rolle, will ich damit sagen. Ich suche mir jetzt eine Position aus, wo ich es hinklebe. Ihr seht, ich habe hier mit Klebe geklauert. Ignoriere ich. Und klebe den Rest auf. Und ihr könnt jetzt wieder selbst bestimmen, wie groß der Abstand sein kann, darf, soll. Und wir gucken jetzt mal gerade. Es macht überhaupt keinen Unterschied, welchen Hintergrund es hat, finde ich persönlich. Ich würde jetzt wieder abwechselnd so und so kleben. Das ist jetzt ein alter ohne Silberfolie. Und ja, muss man schon quasi fast dazu sagen. Auch hier ist es super mit der Klebeflasche, weil ihr einfach ein bisschen auch hin und her schieben könnt. Inzwischen bin ich ja tatsächlich ein Fan von Flüssigkleber geworden. Wer hätte es gedacht?
Abgesehen davon, dass ich mir immer noch die Finger einsaue, aber gut. Damit habe ich Freundschaft geschlossen. Kann man sehr abrubbeln. Ne, also so habt ihr halt verschiedene Möglichkeiten und ihr braucht auch gar nicht gleich große Quadrate zu machen. Das ist ja gar nicht notwendig. Ich finde das halt nur schöner. Ich nenne das ja Inch-Technik, wie ihr wisst. Und dann kann man das halt perfekt einfach so aneinander kleben und muss auf nichts achten, während man ja sonst noch mal gucken muss, ah, wie lang ist das, wie kurz ist das. Und jetzt können wir schon anfangen zu schneiden, um dann die anderen Papiere auf die Ecken zu kleben. Und gucken wir mal, wie das so klappt. Ich mache es wieder mit der Schere und nicht mit der Schneidemaschine. Das habe ich gemerkt, dass du dich gelöst hast. Dann können wir direkt gucken, inwiefern. Das ist falsch, ne? Ich muss mal kurz nachdenken. Der wäre so. Doch, dann ist es richtig. Dann können wir den auch direkt dahin kleben. Und der hier wäre, müsste so sein. Er passt nicht. Aber da passt er hin. Sehr perfekt sogar. So, dann geht es hier weiter. Und schneiden wir den auch noch direkt mit ab. Ja, ihr seid noch so gar nicht trocken. Da muss ich euch zumindest festhalten. Das klebt natürlich jetzt auf der Silberfolie auch viel, viel langsamer. Ihr könnt also sehr lange schieben, was Vorteile hat. Aber beim Abschneiden jetzt tatsächlich auch einen Augenblick mal Nachteile. Also ich muss es jetzt mal festhalten. Oh je, na gut, pass auf, ich mache es mal so. Ich schneide es doch nur grob ab. Und wenn es hinterher trocken ist, ich halte dich mal fest und schneide dich mal grob ab. Dann kann ich dich jetzt hier auf der Vorderseite wieder schieben. Boah, lässt sich das noch lange schieben? Mal sehen, wie lange. Und hier ist es alles noch komplett beweglich. Komplett. Es ist alles komplett beweglich. Hier, das hier klebt am besten, das, der Gruß. Dann kann ich mich ja an dem orientieren. Das ist doch nicht verkehrt. So, dann haben wir, der passt sehr gut hier hin. Der passt sehr gut dorthin. Du hast nicht mehr genug Klebe, sehe ich das richtig? Und dann habe ich noch zwei kleine Ecklines hier. Passt ihr da? Boah, ist das ein Gewackel. Das muss ich gestehen, finde ich jetzt auf der. Nein, das finde ich ehrlich gesagt, das finde ich nervig. Das ist nicht so meins. Dann habe ich es lieber ein bisschen krumm und schief, aber es klebt, muss nicht 15 Mal nachschieben. Aber für jemanden, der sagt, doch, für mich ist das genau richtig, weil dann kann ich korrigieren und kann auch meinen Perfektionismus ausleben.
dann arbeitet auf jeden Fall mit einer Schokopapiermattung. So, du passt da perfekt hin. Und du dort. Sehr gut. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal trocknen. Und ich zeige euch hinterher einfach die fertige Karte ich kann ja auch gleich nochmal einen kurzen Videoclip machen, nachdem das hier trocken ist. Dann kann ich mich noch einmal zu Wort melden. Dann bis später. Tja, die Technik will nicht immer so wie man selbst. Dementsprechend ist es jetzt 2 Tage später. Und das Video geht auch nicht Mittwoch online, sondern Donnerstag. Und ich habe vor, nach wie vor, also es gibt keinen Throwback Thursday am Donnerstag. Damit starte ich ein andermal. Werde ich auch nicht jeden Donnerstag machen. Schaffe ich gar nicht. Aber ich habe nach wie vor, einen Fragenfreitag zu starten. Das heißt, stellt doch mal schön eure Fragen. Erstmal 2 Dinge. Finde ich inzwischen super genial, wenn das Silber so durchsplitzert. Finde ich viel spannender. Mal gucken, ob er scharf stellt. Vergleicht bitte mal dieses Quadrat mit diesem Quadrat. Das ist so cool mit dem Silber. Also legt da ruhig Effektpapier drunter als Unterlage oder eben Upcycling, Silberfolie. Ich finde den Effekt wirklich mega. Ja, also hier ist ohne Lücke und hier ist mit Lücke. Und also wenn es versehen ist, ist okay. Aber wenn es extra macht, ist genauso okay. Also ich finde es toll. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich sehr, sehr spaßig finde, das hier ist inzwischen trocken, aber finde ich so lustig. Das kann man, auch wenn es trocken ist, einfach wieder abziehen. Also kann man extra machen. Mir ist es eher aus Versehen passiert. Ich bin jetzt gleich sehr gespannt, wie es sein wird, wenn ich es schneide. Aber ich habe auch schon festgestellt, hatte das nämlich hier schon mit 2 Randstücken, weil das könnt ihr überall, das könnt ihr einfach abziehen. Es ist sehr spaßig, aber nur bedingt spaßig, weil es soll ja eigentlich auch kleben. Und der Trick ist doppelseitiges Klebeband. Wieso häufig ist doppelseitiges Klebeband einfach die super Lösung für diese Problematik? Finde ich jetzt nicht so den perfekten Effekt. Also da habe ich es doch schon ganz gerne, wenn es klebt. Das heißt, ihr könnt daraus lernen, ihr braucht gar nicht mit Flüssigkleber zu arbeiten. Es sei denn, ihr wollt halt schieben. Wenn ihr eher so gestrickt seid wie ich, das mit dem Schieben, das vor allen Dingen, wenn das sich so lange schieben lässt, eher nervig ist, dann arbeitet einfach direkt mit doppelseitigem Klebeband. Die anderen werde ich jetzt nicht abziehen und neu kleben. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich bin gleich sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Ränder gegebenenfalls noch einmal mit doppelseitigem Klebeband versehen muss. Ich finde das so lustig. Habe ich nicht mit gerechnet. Das war so eher zufällig, weil ich halt gucken wollte, so bist du trocken? Und dann hatte ich es in der Hand und es war trocken. Aber es war halt eben auch wieder ab. So. Das ist ja das kleinste Problem. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das mit dem Schneiden ist. Und dann machen wir die Karten nämlich auch zusammen zu Ende. Das Video hat eh schon eine Dreiviertelstunde. Ich habe es erstmal wiederfinden müssen, weil ich nicht in Erinnerung hatte, dass ich das in einem durchgedreht habe. Holla, die Waldfee. 45 Minuten an einem Stück. Ja, muss ich mir selbst Respekt zollen. Ja, so. Dann, ich schneide jetzt ruhig mal ein bisschen mehr ab, weil ich mache ja eh noch eine Mattung. Oder wie hatte ich die Karte zugeschnitten? Das weiß ich inzwischen gar nicht mehr, siehste. Die hatte ich eher auf 14,3 geschnitten und ich brauche sie jetzt eher auf 13,9, damit ich noch eine Mattung zusätzlich machen kann, damit ich einen silbernen Rand habe. Weil jetzt habe ich ja keinen silbernen Rand, sondern jetzt habe ich ja einen Rand bis ganz nach außen mit den 4 Ecken. Das heißt, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Rand. Schneide ihn gerade ab. Natürlich jetzt sehr viel zu schneiden. Ah, ich schneide mal noch ein bisschen mehr Rand ab. Kann ich mir das erlauben? Na, ich schneide mal richtig viel Rand ab, in der Hoffnung, dass das... Boah, das kriegt meine Schneidemaschine gar nicht hin. Dafür bräuchte man wahrscheinlich wieder eine Hebelschneidemaschine. Das sind einfach jetzt zu viele Schichten. Das ist ja Schicht auf Schicht auf Schicht. Da sagt er, nicht mit mir.
da müssen wir dann einfach händisch ein bisschen nacharbeiten, was ja auch kein Problem ist. Aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal weiter. Ich überlege auch gerade, ob ich es eher von vorne oder von hinten schneide. Ich würde so tendieren, damit ich es gleichzeitig noch die Schicht andrücken kann. Weil ich habe sonst das Gefühl, dass ich es noch mehr abhebel. Ich versuche es nochmal. Ich bin optimistisch, aber das. Nee, das Hebelschneider. Wer einen Hebelschneider hat, das könnte klappen, aber ich. Nee. Nee, das klappt nicht. Das sieht sehr lustig aus, aber nicht gut. Ne, und hier, das hatte ich mir gedacht, löst es sich. Den hatte ich schon mit doppelseitigem Klebeband. Okay, also, das klappt nicht. Das heißt, ich muss von Hand gerade schneiden. Na dann, frohen Mutes ran. Muss ich gleich nur gucken, ob ich tatsächlich mit Mattung arbeite, weil dann fällt auf, dass ich nicht gerade geschnitten habe. Solange ich ohne Mattung arbeite, geht es vielleicht. Jetzt müssen wir erstmal den wieder festkleben. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Ne? Die Silberfolie selbst, die hat ja auch noch diese Beschichtung. Also ihr könnt das übrigens ruhig drüber kleben, weil das Tolle an doppelseitigem Klebeband ist ja, es klebt von allen Seiten. Das heißt, ihr könnt es jetzt einfach umklappen und dann das draufkleben. So. Und abschneiden. Eieiei. Aber da das Muster krumm und schief ist. Na komm, wir schneiden hier jetzt einfach mal gerade ab. Also einfach nur das Überstehende. Und dann messe ich jetzt gleich mal durch, wo ich stehe, maßtechnisch. Das dürfte gleich bei dem anderen ein deutlich kleineres Problem sein, weil ich da ja das Papier vom Teddy genommen habe. So, wie sieht das von der Seite aus? Hier hat sich was gelöst. Das kann man nochmal ignorieren. Hier so ein Nupsi. Das könnte ich jetzt festkleben. Kann es aber auch einfach andrücken. So, was haben wir denn für ein Maß? Wir haben jetzt 14 mal 9,7. Das kommt sogar ziemlich genau hin, ne? Das kommt ziemlich genau hin. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Das heißt, wenn wir jetzt eine kleine Mattung schneiden, ich habe mir da mal wieder einen Schokokarton gegriffen. Wie ihr seht, ist der schon älter. Ich sammle die einfach. Ne? Also die kommen dann einfach bei mir ins Regal. Und dann, wenn es soweit ist, dann schneide ich mir das halt zu. Und man sieht auch, dass es länger schon im Regal ist. Es ist staubig. Wenn ihr nicht so gerne Schokoküsse esst, also ich esse nämlich eigentlich gar nicht so gerne Schokoküsse, dafür habe ich erstaunlich viele, aber es gibt damit fantastische Rezepte. Man kann damit mit griechischem Joghurt vermengt, also wirklich einfach nur so untergehoben, gar nicht irgendwie groß mixen oder sonst was, einfach nur die Schokoküsse von der Waffel abtrennen mit ein paar Löffel griechischem Joghurt, schön diesen 10%igen, vermengen. Dann noch ein bisschen Obst dazu, irgendwie ein Mousse oder irgendwas, was ihr da habt. Und dann könnt ihr noch einen Keks drunter packen oder so, aber dann ist das schon sehr, sehr lecker. So, 14,3, 14,5, 14,4. Was mache ich denn? Das war 14, ne? Hatte ich doch gesagt. Nochmal nachmessen, 14. Ich würde einen kleinen silbernen Rand machen. Ich würde 14,3 machen. 14,3. So. Und dann muss ich gleich noch auf jeden Fall ein bisschen sauber machen. Oder wir nehmen die Seite, die nicht so dreckig ist. 14,3 mal 10. Okay. Trick 17. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass das nicht passt. Doch, passt aber. Ach, guck mal, so krumm habe ich gar nicht geschnitten. Sieht gut aus.
Wow, sehr edel. Ganz kleiner Rand nur. Das finde ich gut. Das schieben wir einmal auf Seite. Das kleben wir jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband auf, nach den Erfahrungen. Mein doppelseitiges Klebeband kaufe ich in der Regel beim Action. Es gibt es aber ebenfalls in etwas schmaler beim Teddy. Beim Bully habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, ob es da welches gibt. Tja, also da könnt ihr da kaufen, wo es euch gefällt. Gibt es natürlich auch im Schreibwarenladen, weiß ich gar nicht, im Bastelladen auf jeden Fall. Aber beim Teddy kostet es 1 Euro und bei Action kostet ein bisschen weniger. Also da ist nicht ganz so viel drauf, aber dafür kostet es auch nur irgendwie 36 Cent oder so. Beim nächsten Action-Video werde ich das nochmal zeigen. Da habe ich extra ein Foto geschossen. Ich komme gerade noch nicht ganz hinterher mit meinen ganzen Ideen, dass ich euch das alles so zeige, was ich euch noch so zeigen möchte. Es wird nämlich, denke ich, auch zukünftig jede Woche, ich weiß gar nicht, wie das alles schaffen soll, aber eigentlich auch jede Woche ein Haul geben. Teddy habe ich was gekriegt, was ich euch zeigen will. Action habe ich was gekriegt, was ich euch zeigen will. Oh, jetzt müsst ihr aufpassen. Ich befürchte, ich habe... Ja. Ich habe zu weit nach rechts geklebt. Nee, zu weit nach links. Ich hätte meinen Trick anwenden sollen, den ich in anderen Videos gezeigt habe. Aber da es ja egal ist, wie das Silberpapier da drunter aussieht, man sollte nur vielleicht... Wenn man die eine Seite löst, nicht die andere Seite ankleben. Also ich zeige euch gleich, wie dieses Silberpapier aussieht, was ich hier gelöst habe. Und das ist aber total Hupe, weil man ja nur gleich den Rand sehen wird. Lass mich doch mal los. So, also das ist natürlich jetzt total verknickt. Aber das ist egal, weil es ist ja nur ein kleiner Rand. Jetzt hat sich die Spitze gelöst. Ja, da muss ich mich gleich drum kümmern. So. Gerade gucken. So, und dann sieht man nämlich nichts davon, dass ich das davon abgezogen habe. Ne? Man sieht hier die Knicke, aber das kleben wir ja gleich auch auf. Gerade ein ganz klein bisschen dahin. Und einmal um die Ecke klappen. Die Spitze dahin. So, und ich habe mir als Karte ausgesucht, da muss ich mal drüber nachdenken, welche Karte hatte ich denn? Ich habe mir ja schon 2 vorbereitet. Hatte ich die nehmen wollen oder die andere? Muss mal gerade gucken. Wollte ich die oder die nehmen? Können wir ja gleich entscheiden. Wir machen jetzt gerade noch die andere Karte, die hier. Die dürfte tatsächlich mit Schneidemaschine schneidbar sein. Weil das Grundlagenpapier einfach dünner ist. Ich bin selbst gespannt, ob sie recht haben oder nicht. Zeigt dann Ihnen gleich das Licht. Auch das mag meine Schneidemaschine nicht. Es geht. Mühsam, aber es geht. Die springt teilweise aus dieser Halterung raus, deswegen halte ich die dann so und nicht so, weil die mir sonst hier auf das Plastik drauf, auf das Metall drauf springt. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, es geht. Was war das jetzt für eine Breite? 14, irgendwas. Dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr wegnehmen. Machen wir doch 9,6 sogar. Ne, ich halte jetzt hier, drücke ich runter und hier sehe ich zu, dass der mir nicht da drauf springt. Und dann geht es. 14,3 mal 13,9. Es gibt irgendwo ein Video, wo ich über das Thema Mattungen spreche. Ich zeige immer wieder in meinen Videos, wie ich auf diese Maße komme, die ich hier so vor mich hin murmel.
14,3 oder 13,9. Das erkläre ich in diversen Videos. Ich glaube, ich befürchte, ich habe es nicht in der Überschrift geschrieben, dass das denn, dass ich dazu was zur Mattung erzähle. Ich bin mir aber nicht sicher. Schaut einfach mal bei Google unter dem Stichwort Anja Kartenqueen Mattung. Vielleicht ist es sogar in der Überschrift drin. Dann könnt ihr da Grundsätzliches zu dem Thema erfahren. So, 10 mal 14,3. So, das ist nämlich die Mattung hierfür, sodass wir jetzt eben eine Verbindung haben zwischen den Linien. Also ich hätte natürlich hier auch eine silberne Mattung nehmen können, aber jetzt sieht man gar nicht, dass das eine Mattung ist, sondern es verbindet sich halt mit dem Untergrund, mit den Streifen quasi, also diesen, dem Untergrund ist vielleicht auch die bessere Vokabel. Und jetzt kann ich hier auch tatsächlich wieder mit Flüssigkleber arbeiten, weil das ist ja hier ein ganz anderes Papier. Hier, das klebt. Ich war gefragt worden, wo ich meine Nadel her habe von der Flasche. Die war tatsächlich bei dieser Flasche dabei. Ich habe die aber bei der Stempelmühle zum Nachkaufen gesehen. Und da die sogar extra von Nellys Choice oder so sind, gehe ich auch davon aus, dass die Stahl aus Stahl sind, also rostfrei. Das wäre ja dann doch eine ganz wichtige Voraussetzung, habe ich von euch lernen dürfen, damit einem die Klebe nicht rostet. Da kann man aber direkt irgendwie 60 Stück oder so bestellen, wo ich denke, ja, also ich weiß nicht genau, was ich mit 60 Stück machen soll. Ich würde mir die ja gerne mit euch teilen. Aber das macht dann wahrscheinlich versandtechnisch wenig Sinn. So, jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, ob das auf diese Karte kommt und das auf diese. Oh, da hat sich eine Blume gelöst. Du gehörst doch dahin. Oder wir es umgekehrt machen. Das auf die und das auf die. Lasst mich gerade kurz gucken. Es macht irgendwie keinen großen Unterschied. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber so rum finde ich es schöner. Wenn jemand von euch in Worte fassen kann, warum das auch tatsächlich so schöner ist, der schreibe auch das in die Kommentare. Und das war's. Das war die Karte. Also, Knubbelfinger sind keine Ausrede. Fehlendes Papier ist keine Ausrede, weil ihr könnt tatsächlich wirklich ins Altpapier schauen. Ihr habt gesehen, dass ich hier mitgearbeitet habe. Ich muss mal gerade gucken, wo ich es hingepackt habe. Dieses eine Papier, was ich da genutzt hatte, was ja auch ein Verpackungsmüll war. Oder eine Verpackung. Müll ist sowieso immer noch eine Definitionssache. Da könnt ihr also wirklich mit allem arbeiten, was Zeitschriften, Bücher und Co. hergeben. Das ist überhaupt kein Ding. Ich kann jetzt gucken von dem, was ich an Müll hier noch habe. Ob ich da noch irgendeine Innengestaltung mitmache. Ich habe hier noch das hier, aber ich glaube, das mache ich alles gar nicht. Ich glaube, die Innengestaltung werde ich dann eher stempeln. Innengestaltung, das wäre definitiv auch nochmal ein Video wert. Aber, ach, hätte ich doch mehr Zeit. An Ideen mangelt es mir nicht. So, Karte Nummer 1. Und das sieht doch toll aus mit dem Glitzerigen dazwischen, oder? Also ich finde es mega. Und hier bin ich noch nicht so sicher, ob mir das nicht zu glitzerig ist. Das gucken wir uns gleich an, wenn sie fertig ist. Sind wir fair zur Karte. Und auch hier arbeite ich jetzt nicht mit Flüssigkleber, weil das eine beschichtete Karte ist. Hier hätte ich es vielleicht machen können. Aber damals, als ich noch jung war, ihr wisst schon, da habe ich überwiegend mit diesen doppelseitigen Klebern gearbeitet. Und dann habe ich die Präzisionsklebeflaschen kennengelernt und festgestellt,
Ah, prima, das funktioniert ja gut. Ich zeige euch noch mal einmal den Trick, gerade für die Neuen. Es sind sehr, sehr viele Neue da. Wie man das lösen kann, dieses Problem, was ich hier eben hatte. Ihr löst einfach die Spitze und knickt es einfach um. Dann löst ihr die nächste Spitze, knickt es um, löst die nächste Spitze, knickt es um und löst die nächste Spitze und knickt es um. Und lediglich die Mitte zieht ihr ab. Und dann könnt ihr das Ganze auf der Karte platzieren. Und wenn es dann noch nicht richtig ist, dann könnt ihr es wieder runterdrehen. Und wenn es richtig ist, also ihr könnt das auch noch ein Stück weit schieben, dadurch, dass das Umgeknickte so ein bisschen zu so einem Puffer führt. Ihr könnt jetzt erst die Mitte festdrücken, dann könnt ihr es nochmal kontrollieren. Und wie gesagt, wenn es nicht passt, könnt ihr es einfach runterdrehen. Selbst wenn das Papier ein bisschen leidet, ihr klebt ja danach eh wieder was drauf, dann könnt ihr es wieder, ich mache es jetzt mal extra schief, so, oh, das ist ja schief. Ja, dann runterdrehen. Und dann kann man es halt wieder draufsetzen. Und wenn man zufrieden ist, dann zieht man einfach an diesen rausstehenden Laschen, drückt das Ganze fest und fertig ist die Karte. Die ist schon sehr glitzerig, ne? Ich glaube, mir gefällt die hier besser. Aber schön sind beide. Ich hole noch mal gerade die Ursprungskarte. Muss ich mal gerade gucken, wo ich die hingelegt habe. Die holen wir gerade auch noch mal dazu. Und dann können wir am besten beurteilen. Also ihr dürft mir dann sagen, welche am schönsten ist. Und ja. So, Ursprungskarte und die beiden freigebastelten Karten. Ich finde, muss ich gestehen, alle sehr schön. Ich glaube, ich bin nicht so ein Fan von diesen Aufklebern. Ich glaube, ich finde gestempeltes und geprägtes schöner. Aber diesen Unterschied mit den, ne, hier haben wir ja beides mal einen schwarzen Untergrund und wenn das so zwischendurch so ein bisschen silber glitzert, das finde ich schon cool. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, das ist es nochmal zu dieser Technik und zu diesem Thema. Also wenn ihr es euch einfacher machen wollt und ihr müsst übrigens auch gar nicht nur Vierecke nehmen, ne? Ich habe mir überlegt, wie cool könnte es aussehen, Kreise auf diese Art und Weise zu bekleben. Wer weiß, ob ich dazu nicht demnächst auch mal ein Video mache. Also probiert einfach mal aus, was euch so einfällt und auffällt. So, bevor ich mich verabschiede, für diejenigen, die das interessiert, ich möchte heute noch meine restlichen zwei Weihnachtspakete öffnen. Ich habe echt nachgeschaut, es sind Weihnachtsmotive drauf. Und das habe ich mich entschieden, packe ich jetzt aus. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Karte von Ilka bekommen. Und die wollte ich euch auch einmal zeigen, weil ich die so süß finde. Schaut mal. Sehr, sehr putzig. Ganz, ganz süß. Ganz hier, ganz liebevoll. Das sind alles einzelne Blumen aufgeklebt hier mit so einem Streifen. Dann bin ich am Überlegen, ob das ein selbstgemachter Hintergrund ist. Könnte auch ein Designpapier sein. Schöne Mattung. Und dieses Monster ist so süß. Ja, liebe Ilka, ganz herzlich. Achso, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Ist das nicht goldig? Es ist so, so süß. Und wie man das macht? Hier scheint sie sogar etwas recht Professionelles benutzt zu haben. Aber ansonsten, wie das Ganze in einfach und schlicht funktioniert, das zeige ich in meinem Buch. Werbung kommt am Ende des Videos. Und ansonsten in der Videobeschreibung. Liebe Ilka, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr niedliche Karte. Und jetzt packen wir aus. Die Dana hatte mir schon vor Monaten was zugeschickt. Und ihr könnt mir Sachen zuschicken an die Packstation 251. Steht auch alles in der Videobeschreibung. Wir packen, ihr seht, ne? Let it snow. Das habe ich 17.12. Das habe ich tatsächlich schon so lange. Und jetzt packe ich es aus. Bevor da noch mehr Sachen zum Essen drin sind. Und ihr wart so lieb und so geduldig mit mir und habt nicht gedrängelt. Drängeln ist bei mir immer, führt zu so einem, ja, dann empfinde ich einen Druck und dann kommt so ein, ich weiß gar nicht, dann, wie soll ich das sagen? Dann, das blockiert mich so ein bisschen dann. Dann habe ich so das Problem, ihr seht, die Katze ist schon reingekommen, der Bruder ist noch draußen. Dann habe ich immer die,
die Problematik, dass ich das Gefühl habe, ich kann Erwartungen nicht erfüllen. Und ihr wart jetzt ganz lieb und geduldig zu mir und habt mir einfach mein eigenes Tempo gelassen. Und das freut mich total. Aber jetzt bin ich doch neugierig, was da drin ist. Ob das eine Deko ist, die ich erst am Ende des Jahres wieder benutzen kann. Oder was da drin ist. Ja, es ist was Leckeres. Ihr wollt doch alle, dass ich zunehme. Ich muss erst einmal ohne euch gucken. Ach, wie süß. Ich erkenne es schon. Oh, und für meine Katzen. Mili. Und die lieben Dreamies. Das kennen sie nämlich vom Tierarzt. Mili, komm mal her. Achtung, Ohren zu halten. Komm mal her, Süße. Komm. Komm mal hier hoch. Du hast Leckerchen geschickt bekommen. Komm mal her. Brrr. Ja, komm mal her. Komm mal hier hoch. Ja, komm, sonst kannst du auch hier hochspringen. Jetzt tu nicht so, als ob du jetzt zu schwach wärst. Komm. Hier. Die kommt gleich schon noch. Ich packe schon mal den Rest aus. Ich gucke erst die Karte an. Ich gucke sie erst ohne euch an. Das würde jetzt zum Throwback Thursday passen. denn diese Kartentechnik zeige ich in einem meiner Videos. Wenn ich dran denke, verlinke ich es an dieser Stelle. Ich müsste mir mal die Uhrzeit merken. Naja, kurz vor knapp. Oh, ganz toll. Wunderschön geworden. Tolle silberne Mattung. Das würde mich jetzt interessieren, ob das auch Schokopapier ist. ja, und dann mit Banderole. Schön was Leckeres zum Sündigen. Ach, guck mal, sogar so zum Aufklappen, gar nicht zum Rausziehen. Das ist ja auch schön gemacht, ne? Einfach. Das ist ja cool. Hatte gedacht, das wäre so zum Rausschieben, aber es ist so zum Aufklappen. Ist ja nett. Ne? Hübsch beklebt. Ich zeig's mal so. Schöne Idee. Banderole. Kärtchen noch drunter geklemmt. Tolle Idee. Das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Und wer zu Ostern was verschenken will, ist so ein toller Hingucker. Liebe Dana, herzlichen Dank. Sehr, 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 sehr nett. Da ist meine Katze. Ja, guck mal, die Dana hat dir was geschickt. Mili, guck mal. Oh, da ist meine Finger dran. Ja, Dana, Katze freut sich auch. Nein, das sind Finger. Das sind Finger, auch das sind Finger. Es ist Fingernagel. Komm, dann machen wir es mit dir wie mit dem Milosch. Wir legen dich einmal auf die Seite. Weil die Katze ist immer etwas wehriger. Der Kater ist etwas gutmütiger. Komm, Mili, einmal auf die Seite legen. Oh, danach füttere ich dich auch. Warte, wo habe ich das Leckerchen hingetan? Da, guck mal. Komm, zeig dich mal. Zeig dich mal. Sag mal Hallo in die Kamera. Guck mal, hier oben ist die Kamera. Ach, Süße. Oh, jetzt habe ich gerade etwas Mitleid mit dir. Guck mal in die Kamera. Da. Sie möchte nicht. Aber sie möchte noch Leckerlis. Wie machen wir es denn? Guck mal, wenn wir hier... Hier. Guck mal, Mili. Mili, hier oben. Mili. Hier. Das schnallt sie nicht. Hier, Mili. Ja, durch die Lampe durch. Okay, so. Das war Paket von Dana. Das war Brief von Ilka. Und jetzt haben wir noch ein Päckchen von... Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Christina, glaube ich, heißt sie. Ich muss gerade einmal selbst gucken. Hoppala, wie ich es hier öffne. Ich mache jetzt mal nicht die langsame Variante. Normalerweise, wisst ihr ja, ziehe ich jeden Streifen einzeln ab. Das mache ich jetzt hier auch mal. Mili, es ist jetzt weggepackt. mich kurz erinnern. Ja, das war... Ich muss wieder vor euch einmal kurz reinspinksen.
Nochmal Ottifanten. Happy Christmas. Oh, wie schön. Ich liebe ja diese, ich bin ja ein ganz, 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 ganz großer Ottifanten-Fan. Und wenn alles gut läuft, ganz viele Karten. Wenn alles gut läuft, bin ich in 2 Monaten bei der Otto-Tournee, beim allerersten Termin dabei in Emden. Ja, fröhliche Weihnachten. Das war's schon vor einiger Zeit. Ich springe wieder ohne euch einmal kurz in die Karte rein. Carina, nicht Christina, Carina. Oh, guckt mal, wie süß. Mit diesem Elch, ein kleiner Holzelch. Das Merry Christmas ist auch aus Holz, sehr edel. Das hier ist aufgeklebt, sehr hübsch. Das lese ich gleich in Ruhe. Oh, ganz tolle Schrift auch, ne? Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier eine Merry Christmas Eulenkarte. Sehr süß. Und dann, oh, hier noch mit Sternchen. Na, da seht ihr mal, wie einfach so eine Karte. Das sind, ist einmal dieser Stempel und dann Herzchen drumherum gestempelt. Und die Wirkung ist ja wohl der Knaller, oder? Ganz, ganz, ganz niedlich. Die ist aber offensichtlich auch selbst gemacht. Am Computer erstellt? Das darfst du mal in die Kommentare schreiben, Carina. Hast du das dann selbst gezeichnet und digitalisiert? Na, das erzähl doch mal. Dann hier auch mit so goldenen Punkten. Da darfst du mal sagen, ob du die aufgemalt hast, weil für aufgekleckst ist es zu regelmäßig. Sehr süß. Kasperchen. Karten, Kunst. Kreatives. Ich bin so kurzsichtig. Ich habe 12 Dioptrien. Und dann kommt noch die Altersweitsichtigkeit dazu. Und das, oh, das ist auch ganz einfach gemacht. Und schaut mal, wie schön. Das ist auch wieder ein Stempel, 2 Stempel. Das hier ist embossed. Und der Untergrund, das ist einfach nur, das kann sogar Wasserfarbe sein, kann natürlich auch Aquarellfarbe sein, aber ich würde fast vermuten, dass es Wasserfarbe ist. Es könnte sogar Stempelfarbe sein, die ich mit einem Wassertankpinsel aufgenommen habe. Ganz toll. Liebe Carina, ganz, ganz lieben Dank. Und komm, jetzt machen wir noch zusammen die Ottifanten auf, weil ihr habt die bestimmt noch nie, also nein, einige von euch haben die vielleicht noch nie gesehen, weil die gibt es nur im Raum Minden, Hannover nennt sich der Edeka-Bereich. Und dann gab es dieses Jahr, nee, letztes Jahr, passend zur EM, WM, EM, ne? Gab es diese Ottifanten. Dann habe ich erst sehr, sehr spät festgestellt, dass da hinten drauf steht, wofür das Land steht, weil wir dann einfach das so versucht haben, so herauszufinden, weil wir keine Sammelbox bekommen haben. Also wenn von euch jemand noch eine Sammelbox haben sollte zu diesen Ottifanten, die fehlt mir noch. Und ich kann nicht anders, als diese Tüten so ordentlich aufzumachen. Ihr dürft mich für bescheuert erklären. Na, wer erkennt das Land? Na, na? Na, da kann man aber drauf kommen. Für diejenigen, die noch überlegen wollen, die müssen jetzt, wenn der Ton erklingt, weggucken. Piep! Dann zeige ich die Lösung. Piep! Lösung ist nicht mehr zu sehen. Ach, ich liebe es. Und hier haben wir... Haha, auch erkennbar. Aber nicht, irrt euch mal nicht zu schnell. Noch kurz nachdenken, es ist nicht Deutschland. Mili möchte gern noch hiervon was. Wird aber gleich der Kater traurig sein. Lass meine Finger dran. Oh, soll mal probieren, Mili? Was mache ich mit dir? Hm? Willst du auch Ottifanten auspacken? Meine Finger riechen so lecker, ne? Ja, das ist... Da können aber die Ottifanten nichts für Mili. So, und den letzten.
Achso, muss ich euch noch auflösen? Piep. Also wer es nicht wusste. Und den letzten. Kann man, glaube ich, auch erkennen, wofür der steht. Miep. Hier die Auflösung. Okay. Ja, Carina, Dana, Ilka, ganz herzlichen Dank für eure tollen Geschenke, auch wenn ich sie sehr, sehr verspätet ausgepackt habe. Ist meine Freude nicht gemindert dadurch, sondern im Gegenteil, ich habe die Vorfreude sehr, sehr genossen. Und das sind ganz, ganz wunderschöne Geschenkanhänger. Auch ganz, ganz simpel, ne? Da sieht man mal, wie einfach es sein kann und wie schön. In diesem Sinne verbleibe ich bis quasi übermorgen zum Fragenfreitag. Ich freue mich auf eure zahlreichen Fragen. Also ab in die Kommentare und im Community-Bereich beziehungsweise oder. Das reicht, wenn ihr eins davon beantwortet. Krabbe. Mili und ich verabschieden uns jetzt. Krabbe hieß die Katze davor. Krabbe ist seit 13 Jahren tot. Fragt mich nicht, wie ich jetzt auf Krabbe komme. Mili! Komm. Sag tschüss. Komm. Denkt sich auch, ich bin keine Vorführkatze. Ich wünsche euch was. Ich sag bis übermorgen. Bis bald. Tschüss.